Ein herzerfrischendes Mal und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect mit Tyska. Hola. Hola, Tyska. Hola, Gurubai. Hallo. Uns ist eben aufgefallen, wir haben hier noch Leute in der Verwahrungszelle. Und hier ist noch kein Strom. Und das Ganze geht jetzt mal in Speed. Da macht doch mal der Strom hin und... Ich habe Strom schon hingemacht. Achso. Und dann schließen wir die Kameras an. Genau, wir warten nur auf den Typen hier mit seiner Leitung da. Dann verbinden. All the way. Reicht, ne? Ja. Läuft. Und die da. Und die da. Die da. Das ist witzig, dass die hier unten stehen und da oben gucken können. Na, stell dir vor, Mensch. Witzig. So, und dann wollten das wir noch... witzig. Hashtag witzig. 20 Leute können da arbeiten. Qualifizierte 8. Na, immerhin. 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 Immerhin, welche die da vielleicht sind dann auch Leute interessiert an der Tischlerlehre. Wenn die das da sehen, dass was die da arbeiten können. Meinst du? Hoffentlich. Weil die Tischler, die machen wirklich, die machen dann ja Tische und solche Betten und sowas. Tischlerlehre, 3 sind interessiert und qualifiziert. Ja. Aber noch nicht angefangen hier. Wieso eigentlich nicht? Weiß nicht. Soll man anhalten und nochmal starten? Nö. Das ist, haben wir das neu angemacht, das stimmt schon. Läuft schon. Läuft schon. Mhm. Aber wir können noch kurz, warte. Ich finde ja nicht, dass die... In der kleinen Dings. Dann mach das in die große. Tischlerlehre wird in der große gemacht. Einführungssicherheit in Werkstatt. Gibt es da vielleicht mehr Interessierte jetzt? Vielleicht. Wo ist das denn? Da oben. 29 sind Alter. Interessiert. Vielleicht sollten wir es nochmal neu starten. Kein Lehrer. Was heißt kein Lehrer? Weil wir nur... Von Vorarbeiter in Werkstatt. Mhm. Ach so, wir bräuchten einen zweiten von denen. Nee, wir müssen das einfach nur anders hinlegen. Das wird ja gar nicht erst gestartet. Aber warum starten die das zum Beispiel nicht hier hin? Weiß ich nicht. Sollen wir noch einen Vorarbeiter einstellen? Oder kann man nur einen haben? Einen von einem. Einen von einem. Maximum ist erreicht. Nee, warte mal, das kann ja gar nicht sein. Ich muss doch 2 Programme starten können, oder? Eigentlich schon. Steht da, ist da eine Erklärung da, wenn du da Maus over oder so? Das ist das oberste Gebot, ihre Häftlinge müssen den Kurs absolvieren, bevor sie in der Werkstatt arbeiten können. Es braucht 2 Stunden. Haben wir 2 komplett freie Stunden? Ich meine ja. Ich meine auch. Ja, die hätten wir da in der Mitte. Ja, mach das mal dahin. Dann halte ich das mal an. Start. Jetzt geht's nämlich. Ah, Mensch. Der hat das bestimmt da reingemacht. Jetzt hat er es da reingemacht. Dann macht er es da und dann macht er es da. Mhm. Dann ist die Kleine auch noch belegt. Nee, warte mal. Wenn wir es in die Große tun, können wir mehr abfrühstücken. Mhm. Sollen wir es lieber in die Große tun? Ist das nicht in der Großen? Nee, die zweite ist in der Dritten. In der Kleinen. Großen? Das hier ist in der Großen, das in der Kleinen. Das siehst du doch an den Ach Leuten, so, wie okay, viele gut, machen können. Gut, mach das. Sollen wir lieber in die Große ja, legen? Ja, verstehe, was du meinst. Dann arbeiten die da nie, da ist nur Schulung da drin. Du kannst ja die Tischlerlehre in die Kleine machen. Und der nicht so mega viel interessiert. Siehst du, ist doch gleich mehr drin. Ein Tischlerlehre ist ja nur eine. Ja. Ja, deswegen, ja. Smart. Smart, smart, smart. Und die Kleine hier voller Holz. Hier oben nicht voller Holz. Naja, die arbeiten dran. Muss man noch Holz anbauen dann? Kann man ja. Die benutzen ja dann Holz, wenn die da bauen. Sollten wir das tun? Noch nicht jetzt, nee. Gut, was ist das nächste, was wir machen? Jetzt haben wir die Werkstatt in groß. Wir haben auch keine mehr in der Verwahrungszelle. Du hast ja da unten was geplant beim letzten Mal. Hier, ja. Aber ich war mir dann doch nicht mehr so sicher jetzt. Ach, jetzt plötzlich dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das ist so ein bisschen so, Weißt du? Weißt du, was ich gerne mal machen würde? Ja. Ich würde gerne den Todestrakt erforschen. Zum Tode verurteilt. Mhm. Kleine Zellen auch noch? Nö. Jetzt aktuell nicht, nö. Zum Tode verurteilt. 24 Stunden dauert das. Naja. Speeden wir doch einfach mal hoch, wa? Mhm. Hier haben die irgendwie den Kies vergessen. Nee, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen mal einen Gärtner. Wir haben doch. Haben wir? Wir haben einen Gärtner für den ganzen Knast.
Machen wir zwei jetzt. Lass ruhig nochmal welche einstellen. Zwei habe ich eingestellt. Ja. Tunnel. Hund sagt Tunnel. Mhm, dann müssen wir das kontrollieren. Hund sagt nein. Computer says no. Computer says no. Also du möchtest den Todestrakt. Der gibt auch nochmal Geld. Haben wir einen höheren Wert jetzt? Warum drücke ich dann eigentlich immer auf das Falsche? 500.000! Die Hälfte. Die Werkstatt gibt halt auch noch einiges her, ne? Mhm. Ich bin wirklich gespannt, ob das uns das Geld bringt. Also zumindest ein bisschen. Mhm. Ein bisschen wird es auf jeden Fall bringen. Wir brauchten noch Export. Richtig. So war das nämlich. Das ist ein Raum, ne? Das ist ein Raum. Export. Muss ich das als Raum bauen oder muss ich das hier bauen? Das baust du als Raum. Echt? Mhm. Normalerweise baut man das auch nicht zu weit weg von den Werkstätten. Das haben wir natürlich super geplant jetzt hier, weil es müsste vom Export muss es ja dann rausgetragen werden von den Arbeitern. Ich meine, dass die Häftlinge, die Arbeiter selber, die Sachen in den Export bringen, weswegen man das nicht zu weit weg macht. Das ist schlecht. Das ist schlecht, ja. Dass die Dings hier ist und ich würde es hier bauen. Ja, die Arbeiter haben halt dann weiten Weg, wenn du da oben den Export mit hinbaust. Das spielt ja keine Rolle. Ich fände es halt nur nicht gut, wenn... Also ich glaube, dass die Arbeiter selbst in den Export reingehen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Gibst du Informationen? 1x3. Siehst du, das reicht, wenn das richtig klein ist. Ja, so halt. Bauen wir dann nochmal schnell ein Export-Ding. Wir erforschen ja eh nochmal Todestrakt gerade, ne? Ja. Das dauert ja noch eine ganze Weile. Noch einen ganzen Prison Architect-Tag. Ja. Und da machen wir dann jetzt das Ding hin. Ich möchte es gerne abbrechen einmal nochmal. Weil? Weil ich Scheiße gebaut habe. Ich hatte wieder die Wand eingerissen. Wollte ich dann doch nicht. Okay. Muss halt eine Tür dann da reinbauen. Genau. Das will ich dann lieber machen. Soll die Tür von der Werkstatt rein? Ja, ne? Mhm. Das ist in Ordnung. Und auch eine einzelne Tür reicht, ne? Ja. Jetzt bauen sie die Tür wieder rein. Die bauen bestimmt wieder das Ding. Nee, jetzt diesmal nicht. Wenn sie dann immer das außenrum bauen, das ist total witzig. Ach so, das ist super lustig, ja. Ja, weil es so überhaupt keinen Sinn gibt, dass sie das machen. Oder? Tja. Für dich gibt das Sinn? Nee. Nee, für mich auch nicht. Meinst du, die Bücher haben was gebracht? Sollen wir vielleicht denen auch nochmal Bücher spendieren hier? Bin mir unsicher. So ein bisschen hören, ne? Ja. Schau mal bitte, ob unten die jetzt in ihren Zellen geduscht haben. Es ist nämlich Duschzeit. Es ist Freizeit. Naja, gut. Aber wir können ja mal bei... Stefanski. Wir können ja mal bei dem hier gucken. Laune ist normal. Mhm. Sollte okay sein, oder? Mhm. Was ist das Blaue da? Unterdrückt und... Gut genährt. Ach so. Aber hier sind irgendwie trotzdem keine Leute drin. Hm. Warum denn? Sind die vielleicht doch zu wohlhabend, die Zellen? Das weiß ich nicht. Mach mal die Fenster da wieder raus. Die Fenster hier? Nee, die da, die da. Die hier? Hm. Ich glaube nicht, dass die einen Unterschied machen, oder? Dann dürften die hier ja auch nicht. Ja, das dachte ich mir nämlich auch gerade. Objekt abreißen geht irgendwie nicht. Ach doch. Ich mach sie trotzdem mal raus. Es kann ja nicht schaden. Die bringen ja im Prinzip ja alle nichts. Mhm. Da kommen nochmal neue 6 Insassen. Mhm. Das finde ich ist ein super Tool, dieses Fill to Capacity. Ja, weil... Es ist ja okay, wir haben ja die Ressourcen dafür, ne? Ja, und das regelt sich automatisch, ohne dass man es selbst manuell machen muss.
Aber es fehlt immer noch so unheimlich viel Essen. Mhm. Aber es steht auch noch so viel auf den Hirten. Aber wo, schau, so mega viel ist das nicht, oder? Guck mal. 80% kriegen wir hin. 80% kriegen was zu essen. Fast 90 eigentlich. Das würde sich halt erledigen, wenn wir noch eine zweite Küche halt haben, ne? Ja. Dann verteilt sich das halt. Aber hier, die Krassen laufen dann teilweise auch noch hier rum. Und die wohnen ja auch hier. Weiß ich jetzt nicht. Müssen die... Demarkiere, ist das ein Wort, nochmal die Zellen da unten? Und mach die nochmal neu. Warte einen Moment. Jetzt ist es eine Zelle, oder? Das ist eine Zelle. Ich mach mal so. Ups. Aber anders sind die Zellen da drüben ja nicht. Ich habe die ja 1:1 kopiert. Mhm. Müsste man mal sehen, ob das was bringt. Also, weil die arbeiten gerade. Ach, hier oben ist der Exportraum fertig. Expertraum. Der Expertraum. Oh, guck mal, wie die hier am Arbeiten sind, ey. Mhm. Die lernen. Hydraulic Press. Oder? Die lernen. Ich sehe keinen Lehrer. Arbeitet, steht da. Na gut. Er müsste ja jetzt hier im Dings sein, hier. Der Vorarbeiter. Der Holländer arbeitet immer noch hier drin. Was passiert denn da? Sägt da einer, oder? Der Holländer sägt. Da aber der sägt sie alle ab. Der sägt sie alle ab, der Holländer. Guck mal, hier oben arbeiten nur 3. Da arbeiten 4, 7. Da können auch ein paar in der Küche arbeiten. Ja, ne? Vielleicht liegt das daran. Plötzlich können wir ein paar in der Küche arbeiten. Wir haben die Küche ausgebaut, vielleicht haben deswegen da keine mehr gearbeitet. Das wird wohl daran liegen. Hm. Und hier kommt der Exportraum rein. Da ist er jetzt, der unterrichtet, da hast recht. Unser Vorarbeiter. Mhm. Die lernen da jetzt. Trägt Klemmbrett. Die lernen da jetzt, wie man eine Hydraulic Press benutzt. Mhm. Und eine Säge. Und vielleicht dürfen die dann hier arbeiten. Vielleicht. Baum heißt er hier. Anton the German Baum. He was born on East Berlin. With 5 years, he killed the first time. The Dutch says he is a barbarian and did more as 500 kills. Das ist aber schönes Englisch. Das muss German English sein. Das ist, glaube ich, German English, ja. Weil er heißt ja Anton the German Baum. Mhm, Anton Baum. Das war nicht so gut. Es war verständlich, ne? Inhaltlich verständlich. Die exportieren jetzt also das Holz. Mhm. Weg mit dem Scheiß. Echt? Mhm. Ich denke, die müssen das, brauchen das zum, zum Verarbeiten. Ja, jetzt ist es aber so, wie es ist. Das ist bestimmt das Spiel, oder was? Hm. Ja, Tyska, ich habe Fragen. Ich halte das gerade für kein Problem. Ich glaube, wir haben genug Holz. Okay. Ah, jetzt lichtet es sich hier drin. Mhm. Weil die tragen das alle darüber. Ja, und dann wieder raus. Und dann wieder es rauszutragen. Mhm. Wo wird es dann eigentlich hingebracht? Ins Lager? Nee. Die bringen das, glaube ich, hier zum zur Lieferdings. Da ist aber nichts. Guck mal, da kommen sie jetzt mit dem Holz. Wo bringen sie es hin? What? Da gibt es halt einen externen Lieferwagen. Einen externen? Okay. Ja, LKW-Fahrer, Klaus. Da war ein LKW-Fahrer. Wartet dann halt und dann transportiert er es ab. Und das gibt dann Geld. Wenn da offen ist. Exporte 1000. Für Holzexport. Mhm. Boah, Alter, was ist denn hier los? Die essen. Achso, ja. 40% wieder. Oh, in einer Stunde haben wir Kapital. Mhm. 16.000. Mal eben so bling. Bling. Ich guck gerade aufs Essen, nur falls die Leute sich fragen, was ich gerade mache, aber ich guck, wie viele Prozent wir kriegen. Ich hab gedacht, du hast ja am Arsch gejuckt. Ja, und jetzt hältst du dir gerade gleich die Augen zu und schämst dich. Ja, 60% haben wir gefeedet. Und wir haben jetzt die Investition gekriegt, die 16.000. Nice.
Nice. Ja, und jetzt können wir ja vielleicht einen neuen Zuschuss annehmen. Für Zellblock D? Kriegen wir keine neuen. Hm. Fertigungsanlagen, da brauchen wir Nummernschilder. Bau von Werkstatt und die Ausbildung von Häftlingen. Das könnten wir doch hinkriegen, oder? Ja, wir sind halt dabei, ne? Das ist halt auch eine von den etwas längerfristigen Dingern. Aber Tischlerlehre halt auch. Dafür brauchen wir Fertigungsanlagen. Die ist auch noch gesperrt. Ja, weil wir das hier noch brauchen. Mhm. Die Frage ist halt... Hast du zwei mehr versteckt? Kannst du das anklicken? Nee, die sind versteckt. Das ist wahrscheinlich, wenn zu Tode verurteilt ist. Mhm. Aha. Alter. Zwei haben versucht, zwei da ihre Zelle. Zwei haben Randale gemacht hier. Mhm. Wird mal wieder Zeit für eine... Und warum steht da oben das Wasser an den Zellen? Weil die das Klo kaputt machen. Da oben? Die haben geduscht. Warum geht das Wasser nicht weg? Weil ich da... Muss man erst die Tür aufmachen oder was? Damit das Wasser abläuft? Jetzt läuft es plötzlich ab. Aber hier oben halt, ne? Mhm. Der White Man. Das ist schon das zweite Mal, dass der irgendwie... Ja, ich glaube auch. Wird. Herr White Man. Was soll das denn? Verurteilt 6 Jahre für... Assaulting an Officer. Aha. Angriff auf einen Polizisten. Ich würde sagen, er könnte eventuell sogar mal hohe Sicherheitsstufe bekommen. So langsam schon, ja. Ups. Schon ist er rot. Jetzt haben wir natürlich einen mehr, als wir Zellen haben. Und es, jetzt wohnt einer hier drin. Naja, immerhin. Das ist ja schon mal was. Also kann es nicht an uns liegen. Mhm. Wenn ich das wahrscheinlich nur an der Raumqualität... Ja, wobei. Geht ja nicht. Wenn hier auch ein 5er, ein 6er... Ja, aber wenn hier zum Beispiel auch ein... Keine Ahnung, ein 5er in der 6er. Nee, ich hatte, genau, deswegen ja. Und deswegen ist 4 von 6 dasselbe. Ich hatte ja vermutet, dass es vielleicht daran liegt. Das tut es aber nicht. Weil wie viel hat der hier zum Beispiel? Das liegt ja an ihm zum Beispiel. Warum ist der da? Weil er nur an Raumqualität von 1 verdient. Mhm. Vielleicht. Aber wenn wir das hier als normal machen würden... Dann darf er da nicht rein. Dann darf er da nicht rein. Wir könnten ja... Wie viele haben wir von denen hier? 18. Wie viele Zellen haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Kann ich das nicht irgendwie anders zählen? Nee. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das sind ein paar mehr als... Sonst hätte ich gesagt, dass das dir die normalen sind. Die niedrigen, das sind die normalen und das sind die krassen. Aber dafür haben wir zu viele normale, als dass wir das machen können. Mhm. Weil hier zu viele Zellen sind. Dann müssten wir bei 18, warte mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die 9, normalen 10, 11, 12, 13, 14. Gehen uns doch auch irgendwann aus. Ja. So. Aber wenn wir hier eine Tür reinbauen würden, könnten wir das unten zu den einfachen machen. Mhm. Und wir haben ja 18. Mhm. Ja, genau. Ja, mach doch einfach. Ich probier's mal. Wo hatte ich jetzt gesagt, soll die Tür rein? Mhm. 6, 7, 8, 9. Du hast eine Doppeltür. Ich weiß. Nee, eins hoch. Da. So, pass auf. Wir können die auch offen machen. Ich zeig dir das. Ja, zeig's mir. Ich zeig's dir. So, jetzt ist da. Dann können wir die immer noch entriegeln, ist ja kein Thema. Und dann machen wir, hier unten haben wir auch eine, ne? Ja. Was war das? Einsatz, ne, Todestrakt nicht. Niedrige, zack. Mhm. Jetzt werden die natürlich nochmal umgeswitcht, die Normalos, die da drin sind. Mhm. Jetzt kommen die Niedrigen natürlich da rein. Dann tauschen die quasi einmal Zellen. Dann haben wir auf jeden Fall die Niedrigen hier schon mal für sich. Ne? Mhm. Die sind auch dichter bei ihrem Ding hier. Hof und... Ne? Ich verstehe das. Aber dann hatte ich ja überlegt, ob wir nicht das hier als normal machen. Mach doch. Dann ist halt da oben der Gang... Dann ist der Gemeinschaftsraum halt kacke. Mhm. Der Gang hoch ist dann zur Werkstatt und zum Gemeinschaftsraum ist dann gesperrt für alle anderen. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das cool finde. Oder wir machen... Du könntest dann da oben Türen dazwischen hier, machen. Hier, ne? Mhm. Und dann machst du aus diesem keinen Zutritt da einen Gang irgendwie. Damit sie nicht durch die Dusche gehen müssen? Mhm. Müssen wir dafür das hier so machen oder können die einfach rausgehen?
wie rausgehen. Da, hier ist ja kein Fundament. Das spielt keine Rolle. Du machst einfach eine Tür hin oder die Wand weg oder was auch immer. Am besten eine Tür. Du findest Türen immer besser, ne? Ja, na klar sind Türen. Eine Doppeltür besser. Oder eine Einzeltür? Doppeltür. Da kann man auch ruhig eine Doppeltür gönnen. Doppeltür. Doppeltür. Und dann hier. Gefängnistüren. Die kannst du ja auch entriegeln. So, ne? Mhm. Genau. Der flutet seine Zelle da wieder. Das ist voll die Luxuszelle, ne? Das ist halt die Flutzelle. Mhm. Wann kommt die Flut? Wann kommt die Luxusflut? Was ist jetzt hier passiert? Nix eigentlich. Entriegeln. Entriegeln. Entriegeln und entriegeln. Ne? Mhm, dann kannst du hier jetzt dann normal draus machen. Einsatz. Das hier sollte auch allgemein sein. Ach, geht noch gar nicht. Hä? Was soll das denn? Oder zählt es nicht als Gang? Das weiß ich nicht. Weil da noch der Müll liegt. Ja, mach erstmal normal aus dem anderen Ding. Die gehen da schon durch. Zur Not gehen sie durch die Dusche durch. So. So, ne? Mhm. Ich glaube, es ist nur grau, weil es draußen ist. Ja, stimmt. Hm. Weil du draußen kannst du draußen. Ja, draußen musst du ja auch zuweisen können. Ja. Und dann, pass auf, wir haben ja das Geld. Können wir hier nicht noch irgendwie, wo die Geschwindigkeiten schneller sind? Hm, kannst du machen. Hier, ne? Hm. Nee, ist normal. Langsam. Normal. Es gibt nur normal und langsam. Nee, hier ist schnell. Ach so. Betonplatten. Zack. Und dann rennen sie da ja durch. Mhm. So, das ist jetzt alles normal hier. Ich glaube, jetzt haben wir auch eine Verwahrungszelle wieder. Weil wir eine Zelle zu wenig haben müssten. Eigentlich. Aha, Tunnel erschnüffelt. Wo denn? Eben war hier. Weiß nicht wo. Da. Ach so. Soll ich nochmal schnüffeln lassen? Ja. Geh nochmal hin. Ich frage, ob das was bringt. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal hier durchsuchen nochmal? Haben wir lange nicht mehr gemacht. Den Zellenblock. Dann mach das mal. Mach ich das mal. Guck mal, da wird unterrichtet. Ja, da wird unterrichtet. Aber die Folge ist wieder das Ende. Jo. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut nächstes Mal bei Prison Architect wieder rein. Und dann sehen wir mal, wie weit wir kommen, wa? Richtig. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.